Das Gewehr im Anschlag, die Augen streng nach vorne gerichtet, den Feind im Blick. Doch hier im Wald von Stetten in Baden-Württemberg sind keine Berufssoldaten an der Waffe, sondern Laien. Immer mehr Männer und Frauen lassen sich bei der Bundeswehr zu Reservisten ausbilden, wie auch Norbert S. Meine Motivation ist einmal die innere Sicherheit und den Heimatschutz zu unterstützen. Ich möchte natürlich auch das weiterführen in dem Bereich Amts- und Katastrophenschutz. Im normalen Leben ist der 52-Jährige in der Buchhaltung von Tiefbauten tätig. Auch das Alter und die Berufe seiner neuen Kameraden sind vielfältig. Da ist ein Koch dabei, da sind auch mal Rechtsanwälte dabei, da sind auch ganz normale Handwerker dabei, Zimmerer oder halt auch entsprechend halt Leute, die in der IT unterwegs sind. Und das ist sehr breit gefächert. Nur 17 Tage dauert die Ausbildung, untergliedert in 4 Module. Die Rekruten bekommen hier die Grundfertigkeiten und Fähigkeiten eines Soldaten, also die ureigenen Fähigkeiten, vermittelt. Dazu gehört Geländedienst, Gefechtsdienst, Sanitätsausbildung, Verwundetenversorgung, Orientieren im Gelände. Dabei müssen auch Deckungsmanöver trainiert werden. Genauso wie der reibungslose Ablauf der Feldverpflegungskette. Inklusive Kostprobe aus dem Blechnapf bei strömendem Regen. Jeder kommt sicherlich an seine Grenzen. Das darf man auch gerne mal testen und herausfinden. Aber jeder kann es schaffen und jeder kann es durchziehen. Norbert wurde früher wegen einer Verletzung ausgemustert. Andere haben verweigert oder wurden aufgrund der Wehrdienstabschaffung gar nicht mehr eingezogen. Heute aber scheinen alle Ungedienten hoch motiviert. Ich habe festgestellt, dass jeder Einzelne hier über ganz klare Vorstellungen verfügt, warum er hier ist, ja, das haben wir abgefragt. Und die Beweggründe sind auch mannigfaltig, aber eins eint alle zusammen, sie möchten ihrem Land was zurückgeben. Ja, und das haben sie hier ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Zudem eint alle der Gemeinschaftssinn, der Einsatz und die Verantwortung für den anderen, auch unter schwierigsten Bedingungen. Also ein Highlight ist sicherlich halt das Thema Kameradschaft. Das hätte ich so nicht erwartet, dass halt man innerhalb von sehr kurzer Zeit so zusammenwächst, weil man auch zusammen agieren muss. Man muss sich auf den anderen verlassen können. Und das merkt man hier ganz, ganz schnell, wie man gebraucht wird und wie unterstützend halt die andere Seite ist. Sollte tatsächlich der Ernstfall eintreten, sprich ein Krieg ausbrechen, würden die Reservisten Kasernen bewachen oder Verwundete transportieren, aber nicht an die Front geschickt werden. Aktuell sollen die Teilnehmer nach der Ausbildung für den Heimatschutz eingesetzt werden. Und so kann es auch durchaus sein, dass die hier ausgebildeten Reservisten für Naturkatastrophen herangezogen werden im Rahmen der Amtshilfe. Ja, ob das Corona ist, Fluthilfe, Schneehilfe, so wie auch in der Vergangenheit gehabt, das ist alles möglich. Schon seit 2018 wird die Ausbildung zum Reservisten angeboten. Heute werden die Freiwilligen mehr denn je gebraucht, denn aktuell fehlen der Truppe mehr als 20.000 Soldaten. Ihr erster echter Einsatz im Heimatschutz kommt also ganz bestimmt.